Willkommen zum besten Farming-Spot in Black Myth Wukong und hier bekommt ihr einen Haufen Geistfunke, Geistessenz und natürlich auch noch Materialien. Das ist also wirklich overpowered und macht euch auch overpowered. Übertreibt's also nicht mit diesem Farm-Spot, denn sonst könnt ihr euch das Spiel verderben, weil ihr wirklich wesentlich zu stark für Bossgegner seid. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch heute natürlich und ich wäre natürlich nicht Checkpoint Xander, wenn ich euch wirklich alles zeigen würde und zwar auch, wie wir die Talismane bekommen, die das Ganze noch höher steigen lassen, also die Farmingrate noch mehr wird, ihr bekommt noch mehr Erfahrungspunkte und natürlich auch noch das Material dazu. Dafür brauchen wir verschiedene Talismane bzw. Raritäten, die ich euch natürlich auch zeige. Um die Farming-Methode zu starten, brauchen wir auf jeden Fall Ascheschlaf und Freunde, das holen wir uns natürlich auch noch. Deswegen pusht gerne mal den Like-Button und wir starten gleich mit dem Video. Zuerst einmal gehen wir dahin, wo der Farmspot ist. Falls die Leute, die wirklich schon alles haben, jetzt direkt farmen wollen, dann zeige ich euch das jetzt. Und zwar geht ihr dazu erstmal zum Becken der Jadesplitter und rüstet da Zauber aus. Und zwar nehmt ihr dann natürlich entsprechend den Ascheschlaf. Den also einmal ausrüsten, den braucht ihr unbedingt, um das Ganze eben sehr schnell und in ein paar Sekunden abzufarmen. Deswegen Ascheschlaf einmal ausrüsten. Gerade die feurige Ausbruch mit R2 und Kreis macht das Ganze wirklich übertrieben. Geht dann, wie gesagt, in das Becken der Jadesplitter und von dort aus sind es wirklich nur ein paar Sekunden. Von hier aus lauft ihr einfach hier rechts entlang, kommt hier in diese riesige Höhle mit den Spinnenweben rein und da verwandelt ihr euch dann einfach ja in die Asche und lasst euch dann einfach wieder explodieren, also einfach wieder zurückverwandeln und bam, gibt es hier ordentlich Erfahrungspunkte, einen Haufen Material und so weiter und das könnt ihr die ganze Zeit wiederholen. Ist wirklich richtig overpowered und ihr bekommt eine Menge Stufen und könnt euch so natürlich sehr, sehr schnell und auch einfach nach oben buffen. Außerdem bekommt ihr einen Haufen Kohle, um Upgrades und so weiter zu kaufen. Ja, Freunde, so funktioniert der Farming-Spot und wer jetzt noch nicht die Verwandlung Ascheschlaf hat, dem zeige ich jetzt, wo das Ganze zu finden ist und vor allem auch die Raritäten. Fangen wir an mit der Verwandlung, die beginnt im Dorfeingang, die Quest, und zwar hier am Dorf Sandtor. Wenn wir von hier aus vom Checkpoint starten, laufen wir einfach Richtung Dorf hier rüber, über die Felsen und einmal hier hinten runter. Dann kommen wir ja hier hinten in das Dorf rein und vielleicht wart ihr da auch schon, denn wir laufen hier einmal durch, machen hier oberhalb am besten noch die Gegner platt und wenn ihr die dann auch alle erledigt habt, lauft ihr hier hinten zu dem Haus hin und da könnt ihr dann an die Tür klopfen. Da gibt es ein kleines Gespräch und jetzt kommt es ein bisschen drauf an, ob ihr meinem Guide schon gefolgt seid und die Prinz-Quest schon erledigt habt. Wenn nicht, schämt euch, dann ist nämlich die Quest vorbei und ihr seid kein Abonnent, das wäre noch schade und deswegen startet ihr dann von der niederen Pagode, also ein Kapitel weiter. Wenn ihr jetzt die Quest noch nicht erledigt habt, dann findet ihr hier die Verwandlung. Von der niederen Pagode aus lauft ihr dann nämlich einfach zurück in die Zelle des Prinzen und dort, wo eigentlich die Prinz-Quest startet, müsste jetzt bei euch schon der tote Prinz liegen und ihr könnt die Verwandlung einfach einsammeln, wenn ihr die Quest noch nicht gemacht habt. Habt ihr die Quest jetzt gemacht und seid ein treuer Abonnent, erstmal vielen Dank dafür. Dann könnt ihr nämlich an der oberen Pagode starten, denn da gibt es die Verwandlung ganz woanders. Von hier aus, vom Checkpoint aus, drehen wir uns einfach um und laufen ein Stück zurück. Und zwar ist das einfach, wenn ihr hier diesen Weg komplett durchlauft, hier am Ende die Treppen runter auf der rechten Seite und dann kommt ihr schon automatisch hier zu so einem kleinen Bosskampf, wenn ihr dem Weg einfach weiter folgt. Ganz hier hinten kommt dann nämlich eine kleine Cutscene mit so einer, ja, Ratte würde ich sagen ist das und da könnt ihr dann die Verwandlung bekommen. Ihr müsst den Kollegen natürlich einmal besiegen und wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr die Verwandlung Asche, Schlaf komplett automatisch und könnt die dann als Zauber ausrüsten. Damit ihr ordentlich abfarmen könnt, wollt ihr aber natürlich noch hier die himmlische Registertafel haben und die erhöht die Erfahrung auch nochmal.
Dazu am besten schon mal mein Video mit dem Wolkenberg reingeschaut. Wenn ihr diesen Abschnitt quasi schon freigeschaltet habt, dann startet ihr nämlich vom Tal der Blüten aus. Falls nicht, unbedingt in der Beschreibung nachschauen und das Video angucken. Von hier aus Tal der Blüten können wir uns nämlich auch den Talisman holen. Wir rennen dazu einmal hier über die Brücke links entlang. Dann folgen wir diesem Weg, bis wir hier zu so einer Unterführung kommen. So nennen wir es jetzt einfach mal. Laufen hier komplett durch und nach der Unterführung rechts entlang. Hier einfach rechts durch und da hinten seht ihr schon so ein kleines Pavillon und da ist auch ein Gegner davor. Macht den einmal platt, schnappt euch die Kiste und nehmt euch die Rarität mit. Natürlich wollt ihr auch noch Material haben, wenn ihr farmt und dazu brauchen wir den goldenen Karpfen. Den bekommen wir automatisch, wenn wir die Trophäe Vater und Söhne bekommen, also die Lung-Quest machen. Und die könnt ihr natürlich auch im Kanal finden. Also macht diese Quest unbedingt zum Ende. Gibt es auch noch ein geiles Schwert dafür. Und dann seid ihr bereit abzufarmen. Dann geht es nämlich ab ins Becken der Jadesplitter in Kapitel 4. Und hier gehen wir einmal rein und verwandeln uns eben wieder in die Ratte. Und lassen uns dann hier hinten einmal explodieren. Geht wirklich super schnell, unter einer Minute, wenn man sich nicht gerade so blöd anstellt, wie ich das hier gerade mache. Und da stellen wir uns einfach hier hin, lassen uns einmal wegklatschen und bekommen dann ordentlich Erfahrungspunkte und natürlich durch die Talismane quasi auch Goldstücke und andere Materialien wie Seide. Also Freunde, euch viel Spaß dabei, übertreibt's aber bitte nicht und macht euch nicht das Spiel kaputt. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, adios und ciao, ciao.